Wo bin ich? Nee, schön, ja. Gut, also ein paar Kilo haben wir schon mal weniger. Ist auch ganz nett. Das hört sich jetzt nicht mehr so geil an. Ja gut, auf geht's. Ey, ich werde so verkacken. Weil wir einfach viel zu wenig Geld hatten am Anfang. Thank God someone responded. Listen, there's a sniper and a machine gunner on the other side of the hall. We can't even make a move. We're gonna try to take him out. Another one lost his cool. Mark, help us to take out that sniper before we all die here. We'll distract the machine gunner so you can make a run for it. On my command. Go! Ja, ich würde ja ganz gerne helfen, aber ich habe keine Munition, ja? Scheiße hier. Ja, Jungs, aber ihr wisst schon, dass ich wird schon. Ja, fangt da an oder? Oh, lauf doch. Da war eine Mine. Die Frage ist jetzt, wenn ich da reingehe. Alles klar. Jungs, ich bin da. Ich hoffe, ich komme hier auch wieder raus. Ah, da komme ich nicht so raus. Aber ich sehe den Sniper da oben nicht. Das ist halt Kacke.
Sniper ist down. Well done, keep it up. Machen wir es einfach so. Gar kein Problem, Freunde. Ist gar nicht, was ihr habt. Oh, yo. Also, ja. Schon nice. So. Taktisch rauslocken. Die ein oder andere Granate noch hinsemmeln. Um auf Nummer sicher zu gehen. Bandagen brauche ich auf jeden Fall. Die auf jeden Fall. Nee, die wollte ich eigentlich nicht. Drop. Das brauche ich. Hallo. Das. Super. Ah. Okay, okay. Вот тебе гранату. Schön. Нашего завалили. Gut, die habe ich. War da jetzt einer? Das hörte sich so an, Freunde der Sonne. Ach Mensch, Leute. Stalker, cover us. Alter. So, jetzt so. Zack. Hätte ich auch gleich so machen können. Trotzdem. Genau das brauche ich. Nein. 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 Frage ist jetzt, kommt man da auf die andere Seite hin? Nee, wa? Cool. The door is locked.
Ganz große Klasse. Weißt du, sitzt dahinter, macht nicht mal die Tür auf. Perfekt, danke. Geht nicht mal. What do you want anyway? Ah, hier, warte mal. Repariere ich jetzt einfach. Weil ich glaube nicht, dass wir nochmal zurückkommen. Ich gehe einfach mal stark davon aus. Ach du Scheiße. Komisch, dass da jetzt frei ist. Sag mal, ganz komisch. Hier ist nichts. Hier was? Nö. Achso, Tür auf und zu, ja. Das wird ja immer schöner. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich viel zu wenig Munition habe. No!
Straight. Get in position and hold the entrance to the capital. The main squad is on its way. Roger that. We're on it. Merc, we'll hold the Monolithians while you go down into the catacombs. Von wo denn? Ach, von da oben. Das war's mal wieder komplett, ey, wirklich. Gibt's jetzt noch vielleicht irgendwas, was man so... Тебя гранатой. Эй, wirklich. Lästig, lästig. Drop. Drop. So. Können wir jetzt. Oh, endlich. Genau sowas will ich. Genau sowas. Das nicht. Das. Ja, so, zack. Drop. Drop. Mit Scope. Oh. So, kann ich da jetzt eventuell hoch? Oder ist es nicht mehr möglich? Es ist nicht mehr möglich. Gut. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nur verkaufen gehen. Das war alles. Es ist okay. Ich krieg das schon hin. Mehr oder weniger. Wahrscheinlich weniger als mehr, aber... Oh ja. Wird schon. Wird schon schief gehen. Ach ja. Let's go. Glad to see you, man. We've done the impossible. We fought our way into the very center of the zone. Petrenko, get a scan of Strelak's PDA frequency. Commander, Strelak is very close. Lebedev, this is the recon squad. We got a visual on Strelak. Merc, climb onto the heat pipeline and intercept Strelak. We'll cover you from the ground. Merc, here's an electromagnetic gun prototype. If you let you disable Strelak's side protection, it helps stop him. Without protection, Strelak won't last long under the emission. Even our own suits can barely neutralize the field. Get up close to Strelak and cut off his side protection. Na, komm schon. Komm schon. Jawohl. Boah, der hat ja so wenig.
Problem ist halt, ich weiß halt nicht, wie ich das andere. Also das hier ist ja noch okay. Wie soll ich den anderen Scheiß? Das ist halt das Ding. Wollen wir mal. Hilft mir nichts. Ach, schön. Die Waffe ist ja krass, ne? Aber... Ja. Ich muss hier öfter speichern. Geht das definitiv schief. Und ich hoffe nicht, dass das so ein... Wie soll ich sagen? Ein ewiger Kreislauf hier ist. Schön. Ich habe halt keine Munition. Das ist halt das Problem. Hin oder her jetzt, ob ich ja. Genau. Darum geht's. Abgesehen jetzt davon, ob ich die Rüstung habe oder nicht. Habe viel zu wenig. Munition. Davon abgesehen, ob jetzt generell meine Waffen so geil sind, weiß ich auch noch nicht. Aber wir probieren es, Freunde. Ja? Mehr können wir sowieso nicht machen. Bloß das finde ich halt doof, wenn ich ganz schnell was machen möchte. Genau das. Das, was halt wichtig ist, das muss halt schnell gehen.
kann sich definitiv einen Weg hier durchbahnen. Ja. Gut. Ja. Granaten sollte ich... ich weiß es halt nicht, ne? Aber ich habe 29 Granaten, das sollte reichen. Eigentlich, hoffe ich. Nach jedem Meter werde ich jetzt speichern. Das ist mir vollkommen egal. Ah, super. Genau deswegen. Ah, diese Ausdauer, ne? So, ich warte jetzt. Da. Ach so. Hallo? Zoom noch an? Okay. Oh, fuck. Starlock side protection is down to almost zero. Just a bit more, Merc, and it'll be completely disabled. Jawohl. Starlock side protection has been disabled. That ought to stop you. Now we just wait and see what happens. How are the readings? Any drop in the level of anomalous activity? Yeah, I didn't expect anything like this. Anomalous activity is through the roof. But this zone was supposed to calm down. Wow, das war Stalker Clear Sky. Wahnsinn. Gut, Ende. Muss ich sagen, hat mir jetzt nicht so gefallen. Da hat das Ende mir vom ersten Teil mehr gefallen. Aber die Frage, ob man mit einer Low-Rüstung dieses Spiel durchspielen kann, würde ich eindeutig mit Ja beantworten. Wir hatten so viel Glück. Es ist unglaublich. Deshalb würde ich jetzt sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal in Stalker Call of Pripyat. Und ich würde sagen, bis dahin, auf Wiederschauen.